Jo, liebe Leute. So, liebe Leute, es sind doch auch super. Hier, ich weiß gar nicht, welcher Wochentag heute ist. Donnerstag? Heute ist natürlich Donnerstag, da bin ich mir hundertprozentig sicher, Bro. Wie die Zeit vergeht. Es ist mittlerweile Tag und wir bauen unsere Nachtsichtgeräte nicht mehr hier auf dem Deer Isles Server. Ja, das sind Augenkrebs, ne, wenn du mit diesen Nachtsichtgeräten spawnst quasi. Ja, du bist, hast du oben auf dem Turm noch ausgelockt. Ja. Weil dir dein Leben natürlich nicht so lieb ist und da bist du hier gejoint und hast was getan, Bro? Ich bin runtergeklettert, dann war vor mir auf einmal ein Gegner und ich musste einfach abdrücken. Notwehr. Und ich konnte einfach nicht warten, denn es war schon Notwehr. Aber ich habe die Leiche noch nicht gelootet, das heißt... Aber du weißt schon, wo die ist, oder? Ich habe gar nicht so den Eindruck, als würdest du zielstrebig in eine Richtung laufen. Ach, Alter. Bisschen Jump'n'Run-Action hier. Komm hier irgendwie... Willst du mich verarschen? Ich nicht. Ich gehe gleich außenrum, ey. Hier gibt's keine außenrum. War da eine Stimme? Ich hab nichts gehört. Hallo? Lass mich durch. Ich weiß nicht, ob der alleine war, by the way, aber wir können mal die Leiche angucken gehen. Ja, das, ist halt, das ist halt ein Problem, ne? Eine Leichenschau wahrscheinlich. Weil, hier habe ich ihn ermordet. Ist noch gut versteckt. Ah ja, da liegt er, okay. Eigentlich noch gut versteckt, ne? Tatsache, hat er irgendwas Cooles? Was ist denn das alles? Kiwari-Magazine. Oh, Trommelmax. Oh, die Trommelmax, ja. Hat er dann auch Scout-Rifle, aber der hat jetzt nichts, wo man... Oder hat er die Waffe fallen lassen vielleicht und liegt hier noch? Muss ich nicht, kann sein. Also ich bin waffentechnisch eigentlich ganz gut ausgerüstet. Und wir haben, was haben wir eigentlich vor? Haben wir vor, zurückzuschwimmen? Ach so, was haben wir vor? Richtig, ich weiß es gar nicht. Wir schwimmen zurück, würde ich sagen, irgendwo hin an Land und gehen dann mal dahin, wo wir den, wie hieß er letztes Mal noch? Napoleonus oder so, Zander. Den Zander, wahrscheinlich Zander. wo der hingegangen ist. Da gibt es ja nochmal so eine Insel quasi, so eine kleine. Und ich würde sagen, die können wir heute mal herzeigen, oder? Oh, die willst du, okay, dann zeigen wir die kleinere Bohrinsel noch, oder was? Ja, und zeigen natürlich auch, welche spannenden, wahrscheinlich spannenden Abenteuer wir auf dem Weg dahin erleben, Bro. Wird bestimmt einiges passieren, dementsprechend würde ich sagen. In dem Sinne würde ich auch sagen, nice, perfekt. So, liebe Leute. Kleines Update, Bro. Wir wollen jetzt hier gleich ein Zusammentreffen mit einem Kollegen hier auf dem Server. Ja, hier auf dem Spiralberg, sag ich mal. Auf dem Spiralberg, so benannt natürlich hier, weil da eine Spirale hochführt. Haben wir jetzt einfach mal so eingeführt, ne? Ist jetzt so eingeführt und wird auch in Zukunft bitte nicht nur von uns, sondern auch von anderen genauso benannt. Von euch bitte auch. Also wenn ihr Spiralberg sagt, dann... Wir haben es beide gut überstanden, wir sind nicht erfroren. Nee. Ein Viertel Leben haben wir verloren, aber ne, beim Schwimmen. Ja, das stimmt, tatsächlich. Also ein Viertel Leben. Ja, nicht durch sozusagen, weil es kalt ist einfach im Wasser. Ja. Oh. Ah, scheiße. Das ist natürlich wieder alles zugebaut. Ja, das ist die ganze Server hier Basen, ey, man kommt nirgends mehr rein. Jedes Haus ist zugemacht. Ne? Ist echt so, ja. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das ist der Treffpunkt quasi hier oben. Wir hoffen, dass unsere Kontaktperson das auch so verstanden hat. Ja, und ich hoffe, dass hier nicht fremde Einwirkungen gleich einfließen werden. Ja. Kommt man hier rein vielleicht? Gut, ich würde sagen, wir gehen nochmal in Kontakt mit ihm. Ja, war klar. Ist auch natürlich zugebaut. Ja, ist alles zugebaut. Richtig nice, aber ist wirklich nice Server, oder? Hier, die Isle, sieht man mal so den südlichen Teil der Map, Bro. Wo bist du? Oh, cool, ist eine Karte. Ja. Ich glaube, die Karte ist extra dafür gemacht, dass die Leute vorher exekutiert werden, die auf die Karte kommen. Ah, guck mal, da sind wir auf dem Punkt. Ne? Cool. Da links haben wir auch schon Leute, kennt ihr noch, ne? Achtung. Wo du den... Hello, friendly? Pass auf, ich umrunde ihn und nehme ihn von beiden Seiten. So. Waffe auf dem Boden, Spaß, ja. Ein bisschen Angst gehabt schon, oder? Hier wird Spaß natürlich schnell ernst. Ein bisschen Angst hast du schon gehabt, musst du zugeben. Ah, okay, das siehst du. Geil. Ja, aber netter Poncho auf jeden Fall. Ich weiß, danke. Das ist eine nette Begrüßung auf jeden Fall. Boah. Ja, vor Angst natürlich erbrochen. Das ja, ist normal natürlich Angst, ja, auch hier mitten auf dem Feld. Jetzt wünsche ich es der Muni auf dem Picknickplatz. Nice. Echt? Ja, sehr, sehr romantisch hier, der Server auf jeden Fall. Den kann man wirklich empfehlen, oder? Ja, auf jeden Fall. Die drei Leute einfach abchecken. Ja. Oh. Du bist allein da? Ja, ich bin allein. Alles klar. Okay. Mein also, Mate zockt heute nicht. Unser Plan war eigentlich, auf diese kleine Bohrinsel in die Richtung zu gehen, die da mitten auf dem Wasser ist. Warst du da schon mal? Ja. Nee, aber ich glaube, da kommt man nicht hoch. Ist die cool? Nee, kommt man nicht? Doch, wir kommen da hoch. Okay, Leute. Da hinten ist auf jeden Fall diese kleine Bohrinsel. Genau, wir sind angekommen und aus der Ferne kann man schon mal erkennen, dass da Leitern dran hängen. Ja, das ist schon mal ganz nice. Also hoch kommen wir auf jeden Fall. Jedenfalls sagen, wie gehen wir da hoch, oder was? Vielleicht warten wir eine Minute und snipen ein bisschen hin, um zu checken, ob da nicht jemand ist. Jo, mach mal.
Ja, lass uns mal machen. Ja. Perfekt. Und die melden uns, wenn wir oben sind, oder? Auf jeden. Perfekt. Oh, was ein langer Ritt hier. Ah, alter Schwede, wie lange haben wir gebraucht? Oh, nee, Minuten, ne? Oder so? Ich weiß nicht. Wait, im Ernst? Da ist noch eine Leiter. Kommen wir hier nicht rauf? Doch, man kommt rauf. Man kommt rauf. Hä? Ja, ihr müsst ein bisschen rumprobieren. Dann geht das schon. Let's go. Hast du irgendwas gedrückt? Nee, einfach so ein bisschen hoch und mal seitlich schwimmen oder mal rückwärts oder so. Und irgendwann glitscht der da drauf quasi. Ja, Bro, da würde ich mal sagen, gucken wir mal, was hier oben abgeht. Hello, anyone here? Ey. Hello. Der verarscht mich gerade. Wieso? Der rutscht runter. Soll ich auch mal? Nein, Bro. Ey, wir Oh Gott. Alter, sind nebeneinander bei mir. Und das sieht schon ein bisschen gefährlich aus. Ey, das buggt noch irgendwie rum, Jungs. Hört auf. Oh, ey, ich bin jetzt oben, ich bin safe. Wahrscheinlich safe und tot in 3, 2, nee. Hallo. Ah, hier kommen wir durch. Luxus-Suite. Auf jeden Fall, das ist aber richtig nice gemacht hier, oder? Alter, mit Küche und allem drum und dran. Auf jeden Fall, auch hier so mit diesem hier so Gitter quasi, was so eine... Cool. Was so ein Geländer ist von oben. Ja, nice richtig gemacht. Also was man mit wenigen Handgriffen hier machen kann in Daisy, ist wirklich geil. Danke an die Modder. Ja, ich glaube, ein bisschen mehr Handgriffe waren das schon. Aber ja, danke an die Modder. Oh, hier ist auch Räume so hier. So ein Laser, so ein Lupengerät. Hier haben wir noch so eine kleine... Ist alles, Jungs. Baracke mit ein bisschen Muni. Wahrscheinlich hört er mich, wenn ich Jungs sage, oder? Ja. Aber ist jetzt nicht so... Ja, nee. Mega der Loot. Schön anzugucken, Alter, ne? Ja, ist lustig anzusehen. Das ist lustig. Oh. Dann, also. Ja, auf der. Oh Gott, ich glaube, was war denn gerade? Kann man. Gibt's hier draußen was? Nee, ich glaube, nee, wir können nur noch hoch, glaube ich. Da kommt man nicht hoch. Nee, da kommt man nicht hier? Hoch. Hier? Doch. Das ist ganz hoch, glaube ich. Du kannst nicht zwischendurch absteigen, glaube ich. Also bei mir geht's gerade nicht. Nee, mir wird auch nichts angezeigt. Na gut. Sollen wir. Müssen wir da oben runterspringen? Ja. Na, hier ist ein Holz weg, siehst du? Ah ja. Perfekt gemacht. Aber wie kommen wir denn hier hoch? Ah, jetzt! Oh, nice, Mann, der Heli. Wo ist der Heli? Oh, lol! Präsentiert hätte und ich sag, wo ist der Heli, oder? Ja, richtig nice, Bro. Runtergefallen. Fast. Okay, ja, wow. Ja, würde ich sagen, gucken wir uns mal kurz den Heli an. Nice, perfekt, genauso wie alle anderen Helis auch. Aber hier auf der Plattform, das macht schon was her, ne? Ist geil, ne? Ist geil. Feier ich ganz. Also, besser als Sterne aus die Map, Bro? Kontroverses Thema. Schreibt es mal in die Kommentare, welche Map findet ihr besser? Ich bin zwiegespalten. So. Ja, ich auch, aber ich tendiere schon so ein bisschen zu dir, Eil, gerade. Ja, für uns ist halt das Ding... Ja, ich glaube nicht nur, dass es jetzt neu ist, sondern auch wirklich so, weiß ich nicht, so die Orte, die Möglichkeiten, die man hier hat, so die Diversität der Map mit dem Wasser mittendrin. Auch die Biodiversität, das ist natürlich recht. Ich meine, abgesehen davon, dass die Bohrinseln jetzt flashen, muss ich sagen, ist natürlich die Map insgesamt sonst auch. Auch von der Artenvielfalt hier teilweise. Echt viele Tiere. Ja, ohne Scheiß. Viele Tiere. Ohne Scheiß. Ja, jetzt sind Scherner. Ich würde ganz gerne mal runter, aber ich traue mich nicht. Bist du das hier, ja, ne? Es ist das schon das? Wieso gehen wir da nicht außen? Achso, geht nicht. Überlebt man das? Ja, ne? Alter, hier kommen wir doch normal rein. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ach so, doch hier unten kann man bestimmt ins Gebäude und dann von hier fällt man nur noch 2 Meter anstatt. Ja, sehen. Eben. Gucken wir mal. Hier rein. Yo, Scheiße. Ich dachte, deine Treppen, Mann. Nee. Stell dir vor, das wird 20 Meter. Oh, hier ist ein Shotgun-Suppressor. Das ist natürlich nice. Ja, ist ein SKS-Modus. Ja gut, Bro, ich weiß nicht, was wir machen. Bisschen warten noch und dann rüber wieder? Ja, würde ich sagen. Also sonst gibt es ja nicht so viel. Wir können uns hier gerade mal noch die mittlere Etage angucken. Hier natürlich eine Tür, die man nicht öffnen kann. Nice, perfekt. Und ansonsten haben wir jetzt auch schon alles gesehen. Meine Base, ich habe eine Base auf dem Server. Die ist da hinten in dem Wald hier. Ach echt? Lass hin. Oh. Ja, ja. Warte mal, ich schau mal auf die Koordinaten. Jungs, wollt ihr die sehen? Wollen wir da hin? Da wollen wir hin. Ich würde sagen, ich gehe schon mal vor, Bro. Ich gehe 32. Oh. Alt ist, mach ich. Bist du tot? Nee. Kommst du auch? Wow, Scheiße! Oder kommst du? Wow. Oh mein Gott, ey. Auch runter. Ja, dann komm da mal hin. Nice, perfekt. Gehen wir zur Base. Nice, perfekt. Gehen wir zur Base. Oh, fuck. Ja, das glaube ich auch. Oh, fuck. Hat der auf uns geschossen? Ich denk's mal nicht. Ich würde sagen, wir schwimmen einfach stur geradeaus, oder? Alter, jetzt müssen wir richtig Gas geben. Ja, wie richtig Gas geben? Was stellst du dir denn vor? Ja, soll ich jetzt noch härter B drücken oder was? Ja, mach das, Alter.
Wahrscheinlich Hard Ace, oder? Scheiße, das war direkt im Wald. Ja. Okay, und weiter rechts jetzt, glaube ich. Na gut, das ist viel zu weit weg. Ich schätze mal, die sind mit sich selbst beschäftigt und nicht mit uns. Obwohl man uns natürlich hier von so vielen Winkeln und Ecken und Bäumen aussieht. Wahrscheinlich Bäumen. Alter! Oh. Screenshot-Tafel. Okay. 3-2-1. Könnt ihr den sehen? Ah, okay. Ich bin wieder warm. Der Baracke da links ist eine Base. Bin da drin wahrscheinlich. Ja, führ uns mal hin. Also, ich kenne mich hier null aus auf der Insel. Vorne, genau vor uns. Genau vor uns. Da links unten ist die Base in dem Haus. Ah, okay. Ja, Bro, du bist so still. Was ist los mit dir? Ey, ich bin angespannt. Ach, komm. Ja, doch, es ist... Ja, die haben schon krasses erlebt. Wahrscheinlich 3-2-1, ich bin tot, Bro. Oh. 3-2-1 tot. Ich sehe ihn in der Base unten. Lass reden. In der Base unten? Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn leider nicht. Oh, shit. Ja, von hinter. Ja. Er hat ihn gekillt. Nice, perfekt. So, kleines Update. Ich bin wieder hier am Start. Die beiden haben einen Stuff gesaved. In der Zwischenzeit haben wir auch Kontakt zu Bader im Chat aufgenommen. Ja. Zu Base, oder? Ja, würde ich sagen. Zu Base oder zu den Schüssen? Ja, erstmal kurz zu Base. Die ist hier vorne. Ja, dann gehen wir erst zu Base. Okay, dann zu Meint ihr die hier? Ah, nee, seine ist doch woanders, ne? Weiß ich nicht. Ja. Ein bisschen in der Nähe, hat er gesagt. Auf jeden Fall zeigt er jetzt mal unsere, also sozusagen so seine Base. Ah, unsere Base. Schon? Wir haben natürlich... Unsere schon, ja. Das ist schon unser kleiner Freundschaftsversprecher hier an der Stelle. Das kann natürlich mal vorkommen hier. Oh. Stattdessen würde ich sagen, kleiner Gag hier von Ich grüße mich. Natürlich schon direkt ein sehr sympathischer Name, Bro. Warum können Seeräuber... Ah, das hatten wir schon mal, ne? Weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, nicht nur einmal. Aber gut, warum können Seeräuber nicht im Kreis fahren, Bro? Ach, wegen Pi, ne? Irgendwas mit Pi? Ach, sie sind Piraten. Ach, Piraten sie, wegen Pi. Ja, Piraten wegen Pi. 3,14 irgendwas, ne? Oh mein Gott. Ja. Klassiker. Vielen Dank. Grüße gehen natürlich raus an Ich grüße mich. Und in dem Sinne, Bro, hast du auch noch einen? Oder? Eigentlich schon, aber ich finde ihn gerade nicht mehr. Doch, what? Da ist er. Doch, Digga. Hashtag Witz. Ich würde sagen, ich hau direkt zum Schlechten hinterher. Hashtag Witz. Hashtag Witz, oder? Warum ist ein Witz, Bro? Weil er lustig ist. Wait, das ist alles? Ja, das ist alles von Schmebulo YouTube. Grüße gehen raus an dich, mein Guter. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, Bro. Das war's mit Daisy. 19 Uhr. Also. Waren wieder legendäre Gags, Leute. Ist ja echt episch. Apropos episch, wo ist eigentlich die Base? Weiß ich nicht. Wie weit ist denn das noch zur Base? Ich hab bis 600 Meter. Oh, klar, ja, oder? Nice, perfekt. Jo, das ist deine Base, oder was? Nice. Ja, Mann. Ah, einer von den Pussys, die einfach so ein Haus nimmt und ein Stück Holz davor mauert. Und das ist jetzt eine Base, oder was? Oh. Könnt nehmen, was ihr wollt. Das ist nicht viel, aber könnt übertragen. Oh, was er alles hat. Arsenal. Für den ganzen Server. Das ist natürlich schon nicht so schlecht, muss ich sagen. Liegt da hinten auch noch was? Wow. Oh, er hat die Mehrboxen. Alter. Ja, das ist ein Wiper mit noch da, würde ich sagen, Bro. Bedienen wir uns mal ein bisschen. Bedienen wir uns hier einfach wie so kleine Bastarde. Sehen uns dann irgendwo irgendwann wieder. Ja, perfekt. Im Gefecht, also. Alter! Ich sehe nichts, wo sind die? Hier vorne. Einen habe ich. Schön. Noch einer down. Schön. Voll der Stress hier. Was ist los, oh Mann? Oh mein Gott. Boah, die Taschenlampe. Alter, die Taschenlampe. Ja, übelst hell, ne? War da noch einer? Nö. Okay, nice, perfekt. Hello, friendly. Hey, okay. Yo, hey, what's up, buddy? What's up, brother? Oh my gosh, you know what? We thought you were our friend. You got a head torch as well. You really scared us. Oh, no problem, man. It's fine, problem, you can take no, it all. No, take it. What the fuck, dude? It's fine. We are no killers. Take your stuff. Buddies, take your stuff or I will kill you. Take your stuff, man. Wieso zieht sich einfach aus, Mann? Take it. We're the good guys. Can you talk? Yo, I broke in. Oh, so die Taschenlampe ausmachen, Mann. You're very quiet. We can't hear you. But we know you can speak and probably you're friendly. Nice to meet you. What's your name? I ich verstehe ihn gar nicht, ne? Ich schätze mal, das ist auch ein US-Server, das muss man auch mal dazu sagen. Und der ist wahrscheinlich aus USA. I think you're from the US, right? So it's pretty laggy. We're from Europe.
So we are the ones who are lagging, actually. Ja, yeah, wir von Croatia, man. Nein, wahrscheinlich wir. I'm from Belgium. Ja, wahrscheinlich wir. Da werden Zombies angelockt in die Baracke. Oh, there are zombies over there. Nutzu, oder? Ist er das? Weiß ich nicht. Hello. Friendly? Hello? Hey, buddy, what's up? Hello? Ich bin's. Ach so. Oh, okay. Du siehst ein bisschen anders aus. Pass auf, hier ist noch ein Kollege, der ist ja. Aber friendly. Noch den Zombie weg. Mach ihn. Komm her, du Bitch. komm her, du Bitch. Naja, so bestimmt wie Zombies auch immer. Oh mein Gott. Ja, Bro, sollen wir gleich einen kleinen Cut machen? Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, was ist denn das? Ich hab keinen Plan, Bro. Irgendjemand kämpft hier gegen Zombies. Wir sind jetzt gerade, also Game ist gecrashed. V-Kampf ist tot. Im Ernst? Ich bin aufgewacht. Okay, also mein Night Vision ist noch an, immerhin. Ich lock die Zombies weg, Bro. Ich stehe. Ich sehe nur, dass ich stehe. Ich lock die Zombies weg. Ja, bitte. Was ist denn das für ein Scheiß? Server okay, Restart, Server Crash und wir sterben alle, oder was? Okay, ich hab die AK wieder in der Hand. Ich blute. Ja, ich blute, aber ich muss mich für... Ich ja, lass mal das Pförtnerhäuschen. Ist das in der Nähe? Ich sehe nichts. Was bin ich da? Was ein Scheiß, okay, let's ey. Go. Ja, das ist richtig scheiße. Wow. Also Leute, noch mal zur Erklärung. Boah. Geh rein. Nochmal zur Erklärung für alle. Meine Güte. Nehme ich an, ne? Ja. Wir haben alle drei einen Crash bekommen. Oder das alle. Lass mich hier auch noch rein. Ich habe alle Mitspieler, ich habe keinen Plan. Wir joinen, sind alle drei in Kanchius. Ja. Was soll das? Unser Kollege ist jetzt, der ist tot, hast du gesagt. Ich habe das leider nicht gesehen. Ja, ein Bad schreibt er auch. Wäre er nicht gestorben, wäre jetzt einer von uns tot, ne? Ja, muss mal gucken. Oh Gott, ich habe zum Glück noch Rex dabei. Ja. Wow, ey, was ist denn das für eine Scheiße Ach, wieder? Ach du Scheiße. Das ist jetzt Vollversion, oder was? Das ist jetzt die Vollversion, oder was? Das ist jetzt die Vollversion. Für ja. Wahrscheinlich gemordet, aber gut, trotzdem mal das Game blame. Ja, natürlich, muss sein. Meine Güte, ja, ich würde sagen, wir organisieren das hier mal schnell. Ja, mein Messer habe ich auch verloren, by the way. Geil. Mega geil, perfekt. Perfekt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. So viel zu dieser Folge. Der Kollege, der mit uns dabei war, der streamt hin und wieder mal auf Twitch, könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ansonsten die nächste Folge natürlich am Sonntag und da sind wir am Airfield unterwegs und räumen richtig auf. Und wir treffen da noch einen alten, was heißt alten, aber zumindest aus der letzten Folge bekannten Kollegen. Also auf jeden Fall abonnieren, dranbleiben. Bis dahin, tschüss.